Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Die erste Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, ist, warum sitzt ihr auf dem Boden? Ich erzähle euch mal kurz, wie es jetzt zu diesem Vlog kommt. Das ist nämlich sehr spontan und kurzfristig und alles hat begonnen damit, dass ich hier auf dem Boden sitze. Ich topfe nämlich gerade meine Orchideen um, oder die da, eine davon, und habe festgestellt, die hat ja mega geile Wurzeln. Okay, das wird euch nicht interessieren, aber ich erzähle es euch trotzdem, denn ihr müsst ja wissen, warum ich jetzt vlogge. Die hat mega geile Wurzeln. Ich wollte die umtopfen, weil die fast den Topf gesprengt hat und dachte, naja, wenn ich die raushole aus dem Topf, werden sicherlich einige schlechte Wurzeln dabei sein, die ich wegschneiden muss und dann passt die wieder in den Topf. Aber nee, die hat so eine geile Wurzeln, dass ich heute los muss zum Einkaufen und deswegen, ja, vlogge ich und ich nehme euch heute mit. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen ausgefertigt machen, weil ich habe noch nicht mal die Haare gemacht. Ich war schon im Bad, habe mir Zähne geputzt und so weiter und so fort. Gewaschen habe ich mich und umziehen muss ich mich auch noch. Ich renne rum wie Sonntag. Für mich ist heute quasi Samstag. Ich war nämlich am Wochenende arbeiten, also Samstag, Sonntag, und habe dafür jetzt Montag und Dienstag frei. Heute ist Montag. Ich weiß nicht, wann der Vlog online kommt. Das werdet ihr sehen. Ich würde sagen, bevor ich hier weitermachen kann, muss ich einkaufen. Und vielleicht fahren wir auch mal bei Fressnapf ran. Ich muss auf jeden Fall auch in den Lidl meinen normalen Einkauf machen. Denn ich habe keine Butter mehr. Und ohne Butter ist irgendwie alles doof. Ich brauche früh mein Nutella-Brötchen. Wer kennt's? So, außerdem werde ich euch heute noch ein bisschen genaueres von meinem Hobby zeigen. Ich habe ja mehrere Hobbys. Ich habe auch 4 Instagram-Accounts. Der eine, also das hatte ich ja im letzten Vlog schon mal angesprochen. Der eine ist von meinen Zeichnungen, also da poste ich meine Zeichnungen. Der andere ist einfach Melli, der jetzt hier wahrscheinlich auch verlinkt ist. Warum bin ich beim Reden immer aus der Puste? I don't know. Das ist mein normaler, da poste ich eigentlich, kann man sagen, allen möglichen Scheiß über mein Leben. Meine Katzen, was ich gerade so mache, alles Mögliche halt. Dann Melli Pirelli, der eigentliche Kanal zu meinem YouTube-Account. Das Problem ist ganz einfach, ich hatte letztens versucht, bei dem Orchideen-Account, den es auch noch gibt, da poste ich nämlich jeden Tag Bilder von Orchideen, weil das wirklich eine große Leidenschaft von mir ist. Oh mein Gott, ich bin voll der Noob. Ich poste Bilder von Orchideen. Aber das ist gar nicht so langweilig, wie ihr glaubt. Ich finde, Orchideen sind einfach die schönsten Blumen, die es gibt. Und ja, man sieht schon, ich habe hier auch eine komplette, ja, wie nennt man das? Ein komplettes Bionom mit Orchideen. So, also, falls ihr noch kein Abonnent von diesem Kanal seid, abonnieren ist kostenlos. Gebt auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt, dann sehe ich das. Das ist quasi, Daumen nach oben ist das Honorar für einen YouTuber, weil wir YouTuber verdienen nichts. Also in der Regel, wir verdienen nichts. Kommt auch auf die Kanalgröße an, bla bla bla, darum geht es jetzt nicht. Ich verdiene jedenfalls nichts dazu, aber es ist auch eine große Leidenschaft. Ein Daumen hoch oder ein nettes Kommentar ist für mich das Honorar für die Arbeit, die ich in YouTube stecke. Und ja, wenn ein neuer Abonnent dazu kommt, ich freue mich immer wie so ein kleines Kind. Und ich freue mich. Es ist wirklich eine, man kann es eine Leidenschaft nennen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei den 3 Accounts, 4 Accounts. Der erste, meine Orchideen. Der zweite einfach Melli, wo ich alles Mögliche poste. Der dritte, Art by Melli, also quasi, wo ich meine gezeichneten Bilder poste. Und der vierte, Melli Pirelli. Da muss ich aber sagen, ich habe letztens versucht, über den Orchideen-Kanal ein Video in die Story zu posten. Und das hat es nicht gemacht und ich konnte die Kanäle nicht mehr wechseln. Musste dann quasi Instagram neu installieren auf meinem Telefon. Und das Problem darin ist, ich habe mein Passwort vergessen zu dem Kanal. Ich muss jetzt mal meine, ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo hinten. Also falls ihr mir dort schreibt, sorry, wenn ich nicht antworte. Ich antworte in der Regel immer. Ich muss halt erstmal das Passwort hinten suchen zu diesem Kanal, denn ich habe es vergessen. Ich kann gerade nicht auf diesen Kanal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen los. Ich mache mich jetzt fertig. Ziehe mich noch um. Ja, die nehme ich noch aus dem Wasser. So sieht nämlich meine Orchideenroutine aus. Ja, das Hobby werde ich euch heute ein bisschen vorstellen. Und ich nehme euch zum Einkaufen mit. So, bis denn. Leute, Make-up ist verdammt nochmal Magie. Okay, ich bin fertig. Auf geht's. Ich habe jetzt auch noch ein Kleid an. Denn heute ist ganz schön warm. Mal gucken, was das Auto anzeigt. Und ich würde sagen, wir starten. Das Wetter ist absolut ein Traum. Guck mal, mein Kleid. Ich finde das so wunderschön. Falls ihr fragt, wo das her ist, das ist von Mallorca aus dem Urlaub. Da habe ich das mitgebracht. Ich muss ein bisschen leiser reden, das wird so, haben die Nachbarn aus dem Fenster geguckt. Und das ist voll peinlich. Aber heute ist ruhig. Es ist ja auch noch Vormittag.
Und ja, ich liebe es. Alter Falter. Guter Vorher, das Schild ist ein bisschen. Naja, eh gut. Nee, gut, alles okay. Alles okay. Alter, habt ihr das gerade gesehen, was da drin alles rumliegt? Hühnerfüße und Schweinenasen und Ohren und sowas. Das ist ja voll krass. Und so riesengroße Knochen für Hunde. Auf den ersten Blick ganz schön ekelhaft, aber naja, die Tiere, die Hunde werden sich schon drüber freuen. Also für die ist das natürlich ein Snack. Ich habe jetzt für die Katzen so eine Multifit-Paste mit Käse und Cheese. Und Käse und Cheese ist dasselbe. Egal. Und so ein Wedel. Oh mein Gott, da werden die sich drüber freuen. Was hat das überhaupt gekostet? Ich gehe immer in den Laden, kaufe Sachen für die Katzen und im Endeffekt bin ich erschrocken über die Rechnung. Aber hey, alles für die Katzen, ne? Und zwei solche Mäuschen, da fahren die voll drauf ab. So, ich fahre jetzt rüber zum Baumarkt. Ist nicht weit. Eigentlich kann man den da schon sehen, aber ich bin zu voll, so weit zu laufen. Okay, bis gleich. Nein, ich werde dich vermissen. Ich möchte dich gehen. Bis dann. Kennt ihr das, wenn man in den Baumarkt geht, da denkt man irgendwie immer so, eigentlich gehen nur Männer, richtige Handwerker in den Baumarkt, die sich dann austoben beim Bauen. Und Frauen gehen eigentlich nicht gerne in den Baumarkt. Und ich liebe den Baumarkt. Ich weiß nicht. Ich bin anders, ja. Oh mein Gott, was ist das? Krass. Orangenbäume. Orangen, Zitrus, Wein, Zitrusolive, oh geil. Wir sehen uns. Kennt ihr das, wenn hier so eine großen Figuren rumstehen? Ich habe einfach mal immer Angst, dass wenn man da vorbeiläuft, dass die auf einmal nach einem greifen. Creepy. Ich bin im Paradies. Leider haben wir ziemlich wenig Auswahl, deswegen geht nur so.
Aber hey, den Topf habe ich schon. Eigentlich, wenn ich hier im Baumarkt bin, schleppe ich mich immer doof und dämlich. Ich habe dann immer so viel, was mir gefällt. Oh mein Gott, die Töpfe. Crazy shit. Ich habe dann immer so viel, was mir gefällt, dass ich mich einfach dumm und dämlich kaufe. Oh, die Palmen. Oh mein Gott. Ich liebe es. Oh, der Buddha ist auch toll. Buddha. Achtung. Wie nennt man das? Komm, geh zu. Das funktioniert nicht. Warte mal. Ich hab Angst. Das ist cool. Oh mein Gott. Das ist geil. So, ich bin jetzt raus aus dem Baumarkt. So günstig war ich echt noch nie gekommen. Die hatten also eine total miese kleine Auswahl an Orchideen, die waren. Der Moment, wenn Leute gucken, dass man mit sich selber redet. Okay, läuft. Ja, die Orchideen waren total vergriffen und somit habe ich nur 2 Töpfe. Ich habe direkt mal 2 mitgenommen, weil ich habe ein bisschen Anfahrt bis hierher. Und so habe ich gleich einen fürs nächste Mal. So, außerdem war ich noch im Kaufland, habe hier was zu trinken geholt und gleich mal ein bisschen Deo. Das ist total geil, das riecht gut. Und außerdem wollte ich diese Maske mal testen. Ups, hoppala. Oder das Zeug von Garnier. No Product Placement. No Product Placement. Nochmal Deo. Und ja, nochmal sowas. Gleich ausgenutzt. So, noch was? Nee. So sieht eine Frauenhandtasche aus. Übrigens, das Klischee, was ich euch erst gesagt habe, da kommen nur Männer in den Baumarkt, die schwitzen und Dinge selber machen, wurde gerade bestätigt. Ich war ja gerade im Baumarkt und jeder Mann, der an mir vorbeilief, der hat eine Schweißfahne hinter sich hergezogen. Das ist unnormal. Oh mein Gott, im Sommer wird der Baumarktgang zum Abenteuer. So, letzte Station ist jetzt auf jeden Fall noch Lidl einkaufen. Und dann geht's wieder ab nach Hause, die Orchideen umtopfen und vor allem was essen. Ich habe Hunger. So Leute, einmal home again. Gucken, ob ich begrüßt werde. Aus der Puste. Hi, Baby. Hi, Baby. Na? So. Pauline begrüßt mich. Komm mal her. Komm mal her. Pauline. Keine Troller. Erst kommst du in dein Haus. Okay. Ich will mal den Einkauf rein. Die Sina chillt hier hinten an meinem Laptop. Was ist los? Oh, so müde, habe ich dich geweckt, hä? Pauline! Süßchen! Mann, das ist der Vorführeffekt. Ich habe dir ja erst schon erwähnt, dass ich dieses Garnier Skincare mit dieser Kohle ausprobieren möchte, was ich hier in der Hand habe. Wie gesagt, kein Produktplacement. Nein, ich mache mich nicht darüber lustig, über dieses Gesetz. Doch, mache ich. Egal. Kein Produktplacement. Auf jeden Fall diese Garnier Hautklar-Reihe, die hat mir bis jetzt sehr gut geholfen. Ich habe nämlich eigentlich total krasse Hautunreinheiten. Und das dämmt das extrem krass ein und ist echt klasse. Und das hier, das Deo, das nehme ich eigentlich zurzeit immer. Das riecht einfach nur so geil. So. Werden wir mal noch die Orchidee eintupfen, die immer noch auf der... in der Stube auf dem Boden liegt. Und dann sind wir auch schon am Ende, würde ich sagen. Yes.
Warum liebe ich Orchideen so sehr? Ich meine, warum sind Orchideen mein Hobby? Ich zeige euch warum. Ich muss meine Kamera drehen. So, ich zeige euch, warum Orchideen mein Hobby sind. Ich meine, guckt euch mal diese Blüten an. Ist das nicht genial? Das ist eine etwas normalere. Aber guckt mal. Die sind einfach nur so toll. Und deswegen sind Orchideen mein absolutes Hobby. Habe ich euch noch was? Ja, ich habe noch eine, die ich euch zeigen kann. Die gerade blüht, die anderen treiben erst alle und sind noch dabei, sich zu regenerieren. Die hier ist auch so schön. Und die auch, die hat so eine riesengroßen Blüten, das ist absoluter Wahnsinn. Sehr cool, das hier ist ein Drachenbaum. Das ist, ja, mein kleines Hobby. Mehr Grünpflanzen habe ich leider nicht mehr, weil wenn ich welche habe, sieht das dann im Endeffekt so aus. Dank der Pauline und deswegen Orchideen. Da geht sie erstmals nicht ran und das sieht gut aus. Die sehen toll aus. Und ja, habe ich noch was zu erzählen? Nö, eigentlich habe ich nichts mehr zu erzählen. Ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das nächste Mal nehme ich euch wieder mit, wenn ich irgendwo hinfahre oder sowas. Oder ja, wenn ich denke, es könnte interessant werden, dann nehme ich euch mit. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, das ist das Honorar von uns YouTubern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.